Hallo und willkommen zu meiner ersten Folge von Classic Talk, bei dem ich ohne Skript, frei Schnauze, einmal pro Woche über ein ausgewähltes Thema rede. Heute starten wir also mit der ersten Episode, welche sich rund um das Thema, was mache ich eigentlich, wenn ich Level 60 bin, dreht. Ich wurde gerade zufälligerweise vor einer Stunde selbst Level 60 und ja, ich habe noch einiges vor auf jeden Fall. Im Hintergrund zeige ich euch Spielszenen von meinem Druiden und blende euch zudem Screenshots ein, um gewisse Aussagen zu unterstreichen. Ihr könnt das Video aber auch ganz einfach im Hintergrund laufen lassen und zuhören und verpasst so gesehen nichts, wenn ihr da nicht direkt hinschaut. Weitere Guides und geskriptete Videos folgen natürlich trotzdem. Schreibt mir bitte direkt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet und wenn es euch gefällt, lasst zudem natürlich mega gern Daumen hoch da. So, was tue ich jetzt eigentlich, wenn ich Level 60 werde? Ich habe mir das Ganze mal in 5 Punkte untergliedert und gehe einfach mal alle nach und nach durch. Pre-Raid Best Slot Gear Farmen, wahrscheinlich einer der Punkte, die ihr natürlich auch schon vor Level 60 machen könnt. Jetzt fragen sich aber viele, die wo vielleicht noch nie Classic gespielt haben, woher weiß ich denn, was vor dem geschmolzenen Kern oder Onyxia eigentlich Pre-Raid Best in Slot ist, also das beste Item, was ich davor bekommen kann. Dazu googelt ihr ganz ehrlich gesagt einfach und kommt dann auf Seiten wie zum Beispiel WoW-Head und könnt dort dann einfach für die jeweiligen Phasen nachschauen, welches Item für euch Best in Slot, also das bestmögliche Item, wie gesagt, ist. Es gibt dazu noch ein Add-on. Das verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung und blende euch jetzt einfach mal im Hintergrund dazu einen kleinen Screenshot von mir ein. Da seht ihr links oder besser gesagt rechts von eurem Charakterfenster, habt ihr noch so einen kleinen Pfeil, da drückt ihr drauf und schon könnt ihr für alle Klassen in den jeweiligen Phasen die Items in-game nachschauen. Ist natürlich auch ein super Vorteil. Ich verlinke euch aber natürlich in der Videobeschreibung für jede Klasse ihre Best-in-Slot-Liste. Die ersten Best-in-Slot-Items kommen dann denke ich so mit den Instanzen Maraudon, Blackrock Tiefen oder auch dem Tempel. Für manche Klassen wie zum Beispiel den Feral-Druiden gibt es aber zum Beispiel schon einen Zweihandkolben Knomerigan, den ihr benutzen könnt und damit euer Angriffstempo für 30 Sekunden um 50% erhöht. Ist einfach absolut das Best-in-Slot, kann allerdings glaube ich nur dreimal benutzt werden und muss dann neu gefarmt werden. Also natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber ja, ich will euch damit nur sagen, dass ihr euch auf jeden Fall eure Biss-Listen anschauen sollt. Da gibt es auf jeden Fall Items, die ihr schon ein ganzes Stückchen im Voraus farmen könnt. Ein weiterer Punkt neben Dungeons, wo ihr besagte Items herbekommen könnt, sind natürlich die Quests. Einer meiner letzten Videos hat sich nur darum gedreht, woher ihr die besten Items für frische Level 60er herbekommt. Ich verlinke euch das Video jetzt gleich mal oben rechts, da könnt ihr dann einfach besagte Items mal nochmal nachgucken und da zeige ich euch, wo die Quest startet, wie ihr sie machen müsst, beziehungsweise gehe kurz nur darauf ein bei manchen Quests, weil es sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Schaut aber einfach gerne mal rein, da seid ihr auf jeden Fall informiert. Also Dungeons abgehakt und Quests abgehakt. Woher kann ich jetzt noch meine besten Items bekommen? Richtig, Berufe. Ich sag zum Beispiel nur die Robe des Erzmagiers für Magier, wo ihr aber leider erst den Rezeptdrop benötigt und dann verdammt viel Mats farmen müsst. Da braucht ihr, glaube ich, von jeder Essenz 10 Stück. Und das ist wirklich eine Hausnummer, vor allem am Anfang, und super viele Magier wollen das Ding haben und die Preise im Maha sind brutal und ihr könnt als Frostmage zum Beispiel keine Wasserelementare umbringen, weil Frostimmun, also auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich kann mich jetzt gerade nur an unsere ganzen Magier erinnern, die da echt ein bisschen verzweifelt sind und alle, wo sie die Robe endlich hergestellt hatten, einfach nur gefühlt diese Robe gepostet mit 20 Ausrufezeichen und einfach nur ein dickes Endlich, weil sie da wirklich hart gearbeitet haben. Oder dann gibt es noch die Robe der Lehre für Hexenmeister, auch ein ähnlich gutes Item, aber auch mit super viel Aufwand, wo ihr mega viel Mats braucht. Oder für Krieger, also für Damage Krieger, der Löwenherzhelm ist glaube ich best in Slot bis AQ40, wenn nicht sogar Naxxramas, lohnt sich auch. Braucht ihr tückische Klauen und Arkanitbahn und alles mögliche auf jeden Fall. Was man noch erwähnen muss, ist auf jeden Fall das Teufelssaurier-Set. Die farmt ihr, da müsst ihr dazu die Dinos im Ngoro-Krater farmen, sind auch super überfarmt. Wobei mittlerweile geht's, das ein Leder kostet bei uns auf dem Server glaube ich nur noch zwischen 7 und 10 Gold, also auch ganz entspannt. Das können die Lederverarbeiter mit der Spezialisierung Stammeslederer machen. Die sind auch für vor allem Schurken oder Katzendruiden und sogar Krieger haben die Dinge an, weil sie halt einfach wirklich klasse sind. Waren jetzt aber gerade nur so ein paar Beispiele. Wenn ihr noch Items habt, die ihr wirklich sagt, die stelle ich mir her, die sind wirklich der Hammer, dann schreibt es mir doch einfach mal direkt in die Kommentare.
Zieht auf jeden Fall eure Berufe auf 300 nach, wenn ihr das nicht sowieso schon in der Levelphase gemacht habt. Gewisse Items, zum Beispiel die Robe des Erzmagiers oder die Robe der Lehre, welchen wir auch gerade eben noch in Punkt 1 genannt hatten, könnt ihr nur als Schneider selbst herstellen. Also das bedeutet, ihr bekommt das Rezept oder findet das Rezept, lernt das und könnt diese Robe nur für euch selbst machen. Und es kann jetzt kein anderer Schneider, dem ihr dann die Mats gibt, euch diese Robe herstellen. Ihr könnt den Beruf danach wieder verlernen, aber ihr müsst einmal Schneiderei so gesehen, wenn ihr die besagte Robe wollt, einmal auf 300 bringen. Aber auch die Sammelberufe sind natürlich nicht zu verachten, wie zum Beispiel Kürschner und da sage ich nur Teufelssaurierleder oder Bergbau für, wenn ihr Glück habt, Arkanitkristalle bekommt, die wohl wieder Alchemisten benötigen oder ihr für jede Menge Items zum Herstellen braucht oder natürlich auch die Kräuterkundler für die Flasks oder halt vor allem auch die Mana-Tränke, die momentan, wo das Gear bei sehr vielen Mana-Klassen natürlich noch nicht so gut ist, super geschluckt werden. Also ich erinnere mich nur an den ersten MC-Raid von uns und ich habe einfach bei jedem Boss gefühlt 2 von diesen Pots geschluckt, die ich mir davor für, weiß ich nicht, 7 Gold im AH gekauft habe. Also jetzt vor allem am Anfang könnt ihr noch super viel Geld damit machen. Aber auch Angeln und Kochen ist auf keinen Fall zu verachten. Ihr könnt A, erstens euer Bufffood selbst herstellen, was euch im Raid einen riesigen Vorteil gibt und eure Gildenkollegen werden euch da auf jeden Fall lieben. Und B, ihr könnt wirklich Geld ohne Ende damit machen. 5er Stacks von dem höchsten Bufffood kann momentan wirklich exorbitant verkauft werden, weil wie gesagt, viele der Leute, die jetzt momentan raiden, haben einfach noch nicht so krasses Equipment und kompensieren das halt mit Bufffood oder mit Tränken und ja, kaufen es halt dann auch einfach mal gerne schnell im Auktionshaus. Ich verlinke euch oben rechts im Eck aber direkt mal mein Berufe-Video. Wenn ihr das anklickt und da in die Videobeschreibung guckt, da findet ihr für jegliche Berufe Level-Guides von 1 bis 300. Klickt die einfach an und macht genau das, was drin steht und schon seid ihr eigentlich relativ schnell 300 voraus. Gesetzt, ihr habt die Mats, aber da findet ihr halt schon mal die besten Wege, wie ihr auf 300 kommt oder für die ganzen Sammelberufe halt die jeweiligen Routen. Macht eure Raid-4-Quests, die zum Beispiel für den geschmolzenen Kern beginnt ab der Stufe 55 unten im Blackrock bei so einem Elf, der in so einem kleinen Kämmerchen steht. Der schickt euch dann in die Blackrock-Tiefen, dort müsst ihr das Kernfragment holen und den besagten Elfen dann wieder zurückbringen. Der kann euch dann aber dafür in Zukunft immer nach MC porten und ihr spart euch so gesehen den kompletten Laufweg durch die Blackrock-Tiefen. Eines meiner nächsten Videos wird aber auf jeden Fall so eine Art Mini-Guide zur MC Pre, wo wir dann zugleich auch noch den Schlüssel für BRD holen werden, also bleibt auf jeden Fall dran, da erkläre ich das Ganze dann auch nochmal. Die Onyxia-4-Quest, die bei der Horde im Ödland und bei der Allianz in der brennenden Steppe startet, hat es dagegen auf jeden Fall zeitlich gesehen in sich. Da müsst ihr dann einmal, glaube ich, direkt der Anfang bei der Horde zumindest, nach LBS, dann wieder zurück. Einmal müsst ihr Rexxen Desolace suchen, dann müsst ihr nach UBS. Irgendwann müsst ihr 3 Drachen, die auf den beiden Kontinenten verteilt sind, suchen und so weiter. Also das ist wirklich eine super lange Quest. Ich empfehle euch da dann auf jeden Fall einen Mage dabei zu haben, der euch Portale stellen kann. Sonst braucht ihr gefühlt 50% der Zeit einfach nur, um von A nach B zu kommen. Die komplette Onipri schneide ich euch aber auch noch in einem Video zusammen, also zumindest für die Hordenseite. Neben den besagten Raid-4-Quests gibt es natürlich noch die, welche ihr für die normalen Instanzen benötigt, wie zum Beispiel Maraudon der Princess Run, was ich euch in einem Video vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt habe, verlinke ich euch mal kurz oben rechts. Oder UberS, was wirklich eine super harte Questreihe ist, aber nicht weil sie so schwer ist, sondern weil die Items, welche ihr dafür benötigt, immer nur einer in der Gruppe looten kann. Da müsst ihr dann nach LBS, also das ist der tiefere Part oder besser gesagt Lower Blackrock Spire und dort auf einen Random Drop namens, ich meine, unverziertes Siegel des Aufstiegs oder sowas hoffen. Der startet dann eine Quest, wo ihr dann 3 Edelsteine von den jeweiligen Bossen looten müsst. Diese Edelsteine kann aber, wie gesagt, immer nur einer in der Gruppe looten, was es halt super problematisch macht. Am allerbesten mit der Gilde rein und dann halt davor schon sagen, yo, ich will die UBS Key Quest machen, könnt ihr mir bitte helfen, damit ihr auch die jeweiligen Edelsteine bekommt. Ich meine allerdings, und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, ich habe die Quest jetzt hier in Classic noch nicht gemacht, dass die Edelsteine sogar nicht zu 100% droppen und es sogar sein kann, dass ihr da des Öfteren rein müsst. Aber korrigiert mich da gerne mal, wenn ich da falsch liege. Neben UBS gibt es natürlich noch Sholo, die Blackrock Tiefen oder auch den Düsterbruch, wofür ihr auch noch einen separaten Schlüssel benötigt. Vergesst allerdings nicht, dass der Schlüsselbund, das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine separate Tasche, wo nur Schlüssel drin sind, erst ab der zweiten Phase des Spiels bekommt. Wenn ihr jetzt irgendwas aufsperren müsst, müsst ihr diesen Schlüssel wirklich immer bei euch im Gepäck so gesehen mitnehmen und der nimmt halt einfach einen wertvollen Taschenplatz weg.
Farm Gold in WoW Classic könnt ihr definitiv nicht genug davon haben. Allein das epische Mount kostet so um die 900. Oder wenn ihr zum Beispiel endlich mal euer besten Slot-Item bekommt, wie zum Beispiel eine Waffe oder auch die Brust oder wie auch immer, könnt ihr diese verzaubern lassen, was auch, wenn ihr gerade kein Verzauberer seid, euch jede Menge Materialien im Auktionshaus kostet. Für manche Klassen gibt es sogar das ein oder andere Biss-Item im Auktionshaus zu kaufen. Als kleines Beispiel für alle Heiler unter euch gibt es Cassandras Anmut. Ich blende euch das natürlich im Hintergrund auch direkt mal ein. Das ist ein Stoffkopf für die Stufe 42 mit 44 Ad-Heal, was halt einfach brutal viel ist und ihr definitiv bis nach Molten Core tragen könnt. Oder für die Druiden-Tanks unter euch den Stab des Aufsehers, blende ich euch natürlich auch mal kurz im Hintergrund ein. Auch ein Item, was ihr super lang tragen werdet. Und ja, da gibt es dann halt einfach, wie gesagt, für manche Klassen das ein oder andere Item, wo aber vor allem jetzt am Anfang super viel kosten wird im Auktionshaus. So, wie mache ich jetzt aber besagtes Gold? Der eine schwört darauf, dass er nur im Auktionshaus billig kauft und teuer verkauft. Der andere geht nur nach Maraudon und farmt da die Princess, was aber natürlich nicht mit jeder Klasse funktioniert. Die anderen schwören drauf, jetzt wo Düsterbruch draußen ist, dass man nur noch Tributruns macht und dort die Items und Bücher und alles mögliche farmt. Der andere geht ebenfalls nach Düsterbruch und macht mit seinem Kollegen Jumpruns und so weiter. Da gibt es einfach super viele Methoden. Ich bevorzuge aber eine. Ich lasse, wenn ich knapp Level 60 bin, ein High-End-Level-Gebiet aus. In meinem Fall waren es die östlichen Pestländer und fahre einfach das Gebiet mit Level 60 komplett durch. Also ich habe jetzt in den östlichen Pestländern wirklich keine einzige Quest gemacht. Dasselbe hat mein Troll-Mage-Kollege auch gemacht und wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt einfach in den kommenden Tagen mal einen halben Tag Zeit und questen komplett durch. Ich blende euch im Hintergrund mal die Goldbelohnungen ein, was ich jetzt für die Quests bekomme. Das sind, meine ich, ich habe jetzt gerade den Screenshot leider nicht im Kopf, aber so um die 4 Gold. Das bedeutet, ihr bekommt auch für jegliche Larifari-Quest um die 3 bis 4 Gold. Und wenn ihr das dann einfach mal den kompletten Tag durchzieht, bekommt ihr ja auch noch Items für die Quests, für die besagten, die ihr auch wiederum verkaufen könnt. Also ganz ehrlich, wenn ihr das gut durchzieht, könnt ihr da einiges an Gold machen. Natürlich vielleicht nicht für jedermann, weil der eine oder andere wird super froh sein, wenn er endlich fertig ist mit dem Questen. Aber ja, für mich, weil man es halt auch als Heiler ganz gut machen kann, wenn man einen Kollegen hat, der da mitzieht, eine super Alternative. Dazu kommen dann natürlich noch die Berufe. Als Kürschner könnt ihr zum Beispiel die Teufelssaurier farmen und das Leder verkaufen. Als Kräuterkundler so gut wie eigentlich jede High-End-Pflanze oder sogar Schwarzer Lotus, wenn ihr den mal findet, da die Alchemisten den einfach tonnenweise benötigen. Oder als Bergbau die Arkankristalle für auch wiederum Alchis oder halt für Schmiede oder für diverse Quests und so weiter. Die lukrativsten Herstellungsberufe meiner Meinung nach sind auf jeden Fall Alchemie und Verzauberungskunst. Alchemie, weil halt einfach jede Mana-Klasse momentan Mana-Tränke oder noch andere Potions benötigt. Und ja, Verzauberer, die Waffen ändern sich momentan so schnell und der eine braucht wieder Kreuzfahrer hier, der andere hat gerade wieder neue Armschienen bekommen und braucht dort wieder Wille drauf. Der nächste hat gerade eben aus dem Molten Core vielleicht seine T1-Brust bekommen und braucht wieder dort alle Werte. Und jeder nimmt halt einfach super gern ein Trinkgeld. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich grinden zu gehen. Die verschiedenen Essenzen bieten sich da momentan auf jeden Fall richtig gut an, wie zum Beispiel die Essenz der Luft oder die Essenz der Erde oder die Essenz des Feuers. Vor allem letztere braucht man auch für die großen Feuerschutztränke, die man im Molten Core oder dann später halt auch im Pechschwingenhort auf jeden Fall benötigen wird. Schreibt mir aber mal bitte auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr grindet, um Gold zu machen. Mich würde mal interessieren. Da ich selbst einen Heildruiden spiele, kommt es für mich sowieso nicht wirklich in Frage, aber haut mal auf jeden Fall raus, was ihr so am Grinden seid. Sucht euch eine Gilde, die zu 100% zu euch passt. World of Warcraft Classic ist einfach ein echtes MMORPG, bei dem es extrem auf die Community und das sogenannte Miteinander ankommt. Was bringt euch zum Beispiel eine Hardcore-Gilde, wenn ihr selber nur Casual spielen könnt? Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten mit ungefähr denselben Online-Zeiten ist super wichtig und für mich sogar das Kernelement des Spiels. Auch wenn ihr nur super Casual seid, könnt ihr das Spiel zu 100% genießen. Schaut auf jeden Fall auch mal in den Raids vorbei. Ich war mit meinem Level 57er Heildruiden schon mit meiner Gilde Mana Crew, die mich da
gnädigerweise schon mitgenommen haben mit nicht mal Level 60. Und ja, es hat echt super viel Spaß gemacht. Bei uns auf dem Server laufen zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine feste Gilde habt oder besser gesagt noch keine feste Gilde habt oder vielleicht auch einfach keine festen Raid-Zeiten einhalten könnt, dann sucht doch, also bei uns auf dem Server ist es zumindest so, dass hin und wieder die größeren Gilden immer noch Leute suchen für so random Raids. Und ganz ehrlich, Molten Core ist einfach nicht so schwer. Selbst wir hatten den allerersten Raid random und haben so gut wie alles gelegt, bis auf die letzten beiden Bosse, und die konnten wir halt einfach nicht beschwören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben und vielleicht da sogar ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei euren weiteren Abenteuern und natürlich immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.